JohnFootaster.com. And I'm now reviewing kebab, donut kebab. The anonymous one, so more than local kebab restaurant. Sorry guys, I have to make some picture while I'm recording for the website. Yeah, I'm photographing this as well here. And now I'm stripping the aluminium foil from the... Yes, and here it is. The guy. He has a big knife, hasn't he? He also always cuts stuff. Yeah, he could say like, I always cut stuff. Yeah. Okay. So, here's the kebab. Comes like in a roasted piece of bread. I'm just thinking about whether I want to cut it or not. I think I don't cut it. Yeah. Comes with vegetables, some sauce, some cream. You can choose from three different types. And the kebab meat. Yeah. And different kinds of vegetables. Cucumber, salad. Oh god, I have no word for this red stuff here. Tomato. Yeah. So now I will eat the kebab. I have chosen the herbs. Sauce. It's very good. Like, I can't really rate this because it's like a local product, and I'm not a restaurant reviewer. I'm like a product reviewer. And I will rate this like as a concept, the concept of this product. I like this outside bread, it's very crispy because they roasted it. I like the fact that there's a lot of vegetables in here. I like the spiciness of the cream. The meat taste is just perfect as well. So this little meat slices make it also nice. It's like a perfect junk food, and it's this particular one is very delicious. Yeah. Oh. Kebab is a wonderful thing. So. This stuff has like overrun the German market. In traditional Germany, like 30 years ago or something like this, you had like the currywurst. And like French fries or Belgian fries, whatever. And this was overrun by the kebab, which originates from Turkey. So this is like the most sold takeaway food in Germany, Döner. And second thing is like the American fast food restaurants, but I think there are more Döners sold than hamburgers, for my estimation. Yeah, it's like a very big industry, the Döner industry.
So I hope you have. I don't know whether there are kebab restaurants in the States. I hope so, because it's very nice food. Okay. Yeah, so I will now. A little bit down the back drawer is, if you don't pay attention, it's easy to mess around with this. Stuff can fall down, stuff like this. Yeah. So now for the German, something in German. So, anonymer Döner in einem Restaurant gekauft. Vom Döner-Dealer meiner Wahl. Ja. Hat hier diese schöne Döner. Wie sagt man das? Dönerhalterpapier. Mit dem Typen, der auch immer Stuff cuttet. Und. Was sage ich jetzt noch? Ja, also. Das kann man jetzt natürlich, ich bin kein Restaurantkritiker, ich bin ein Junkfood-Kritiker. Und ich wollte das einfach nur mal, ich denke mal, es gibt keine sozusagen Markenhersteller. Es gibt jetzt kein Döner-Restaurant, was in dem Stil von McDonald's ist oder Burger King oder so. Das sind ja alles einzelne, unabhängige Unternehmen, soweit wie ich das mitbekomme. Und deshalb gibt es auch eigentlich, ich bewerte jetzt eigentlich das Konzept. Und das Konzept von Döner ist halt super. Man hat halt am Außen, jetzt ist das wieder, macht mich wieder lächerlich, jetzt erkläre ich, was ein Döner ist. Na egal, außen hat man geröstetes Brot. Deshalb ist das schön crispy, also schön crunchy. Was heißt denn das auf Deutsch, verdammt? Es ist knusprig und ich mag, dass da viel Gemüse drin ist. Und ich mag den sozusagen den Fleischgeschmack von dem gebratenen Fleisch. Das ist halt super. Ja, und dann die scharfe Soße, also. Vom Konzept einfach mal her das Beste, was es gibt. Ja. Ich würde sagen, es ist besser als das beste Hamburger. Ja. So, das ist kein. Ich finde mal. Ich habe natürlich keine statistischen Zahlen, aber ich denke mal, dass in Deutschland mehr Döner verkauft werden am Tag als Hamburger. Ja. Und Döner hat ja meines Erachtens auch das traditionelle deutsche Imbissessen verdrängt, also Currywurst oder hier Pommes oder so. Wobei Pommes ist ja eigentlich aus Belgien. Ja, gut. Ja, also den Döner, den ich mir gekauft habe, der hat definitiv das Wind verdient. Also frisches Gemüse. Das Fleisch ist in Ordnung. Es ist natürlich jetzt natürlich krasse Qualitätsschwankungen, je nach Restaurant. Ne? Okay, ja. Und war auch teuer. Also der hier war teuer. Der war 3,50, Leute. Aber ich komme nicht aus der Großstadt. In der Großstadt habe ich gehört, ich weiß nicht mehr, ob das aktuell ist, 2,50 sollte man da bezahlen. Für einen guten. Gut, danke Leute, dass ihr das Video angeschaut habt. And see you soon.